Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser ganz kurzen News-Sendung, denn ich habe gesehen, es wird ein neues Star Wars-Spiel geben. Was ich erst jetzt gesehen habe, gerade eben, dass es auf Nintendo Switch immerhin kommt, iOS and Android. Handyspiel, okay? Also um euch das gleich mal klar zu machen, über was für ein Spiel wir hier reden. Also Switch fand ich halt cool, hab ich gedacht, okay, iOS und Android, was soll das für eine Kombination sein? Switch, iOS und Android, okay. Free-to-play-Game. Das heißt auf Deutsch ein Free-to-pay-Game. Es steht euch frei, so viel Geld hineinzubuttern, wie ihr möchtet. Ihr zahlt dann nicht nur 60 Euro oder so für das Spiel, was ja keiner zahlt auch. 60 Euro, ihr zahlt hunderte von Euro und am besten monatlich, wie sie es mit Hearthstone machen. Es ist abartigste Abzocke, Gefahr. Ich sag's davor, ja, Gefahr. Gefahr. Leute, macht es nicht, gebt nicht euer Geld aus in so ein Ding, was in einem Jahr keinen mehr juckt. Und dann, was habt ihr dann? Ihr habt nicht mal einen Pappkarton daheim stehen. Ihr habt gar nichts. Also, okay, das mal vorab. Wir gucken uns den Trailer an, was für ein Spiel das denn sein könnte. Machen wir hier. Go. Okay, was soll ich sagen? Also wir haben es gesehen, den Trailer. Ich denke mir auch oft, meine Güte, Star Wars, ein großes Universum, Riesen mit unendlichen Möglichkeiten und dann wird es hier runtergebrochen, habt ihr ja gesehen, auf die allerkleinste Arena aller Zeiten. Das sind die unendlichen Möglichkeiten, die es gibt im Universum, eine klitzekleine Arena. Also, Female Lead, check. Gibt es bestimmt die Charaktere hier unten, oder? Also, ja, selbstverständlich, check, jawohl. Oh, sorry. Kimberly, check. Jawohl, check. Was haben wir noch? Natürlich haben wir One of a Kind Droid. Also ein ganz besonderer Droide, der so programmiert wurde, dass er glaubt, dass die Macht mit ihm ist. Jedi, okay, cool, er kann auch das Lichtschwert nutzen und kann er dann auch die Macht nutzen oder glaubt er daran, dass er sie nutzen kann? Mit so einer Obi-Wan-Verschnitt, oh, schön. Okay, also ich finde, es ist nett gemacht, es sieht nett aus, kann man nicht sagen, natürlich hier, battle-hardened, ja, genau, er ist immer noch fürs Imperium, er möchte nicht die Niederlage akzeptieren. Dann haben wir hier aus, The Mandalorian. Oh, kann man das wegziehen? Kann man das hier rüberziehen? Geil.
Das von der Funktion. Okay. Okay, alles klar. Also aus Mandalorian. Mandalorian ist unübertroffen. Ist wirklich klasse. Immer wächst. Okay, sucht immer nach Kopfgeld, immer auf der Jagd und er verliert niemals. Das ist ganz nett. Java Scrappers, die sind natürlich aufeinander. Ist ja klar, wie es halt, wie muss er nicht gesehen haben. Sie heißen nicht Mutini, sie heißen Utoni. Ein Wookiee Warrior Groots. Ja, also ich mag diesen Artstyle, das ist richtig schick. Da gab es früher diese Figürchen zu diesem Computerspiel, wie hieß das? Wo man auch die Figuren draufgestellt hat. Verdammt, und ich fand den Style, fand ich cool. Da habe ich fast alle von den kleinen Figürchen. Ja, der gefällt mir sogar richtig gut. Es ist brutal schwer, so ein Fell darzustellen von so einem Wookiee. Und man hat es ja gesehen bei Fallen Order, wie übel es ausgehen kann. Ja, weil Fallen Order hat die hässlichsten Wookiees sind mein Leben ever. Ja, es ist nicht so einfach, das zu machen. Und Hunters natürlich, Mandalorian, jawohl. Okay. Also Free-to-Play-Spiel. Ja. Wir befinden uns auf dem Planeten Vespara, wo Jäger aus der ganzen Galaxie in einer Arena gegeneinander antreten. Jawohl. Nehmt teil an aufregenden Third-Person-Kämpfen. Okay, um halt da zu gewinnen. Man wird Teams haben. Mix-and-Match-Teams. Benutze Fähigkeiten, Taktiken und natürlich Customize Your Character, um eine Siegerstrategie zu finden in diesem neuen Free-to-Play-Game. Verhände, jetzt kann man sich hier eintragen, um natürlich schon mal Pre-Order zu machen oder halt schon mal bereit zu sein, um exklusive Items freizuschalten. Hier jetzt glaube ich sogar, ist das sinnvoll, ist das okay, kann man das machen, das kostet nichts, ja. Aber ansonsten, Leute, ich weiß es nicht. Bestellt doch kein Spiel vor. Und bestellt es doch schon gar nicht bei EA vor. Oder bei BioWare oder bei irgendjemandem. Bestellt es doch nicht vor. Warum denn? Gibt es eine Knappheit dann oder was? Haben die ihre Daten nicht mehr? Können die dann das nicht mehr verkaufen, wenn es mal rauskommt? Wenn ich jetzt ein Spiel habe und das in einem halben Jahr rauskommt, mache ich doch nicht jetzt schon Pre-Order? Mache ich das? Ja? Nein? Ist mir alles egal? Okay. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man, es gibt Spiele, wo man sich sicher ist, dass man sie kaufen wird, ob sie gut oder schlecht werden. Bei mir gibt es das momentan weniger, gab es früher aber. Und in diesem Fall, von mir aus, eine Pre-Order. Ja, wenn man mit dem Geld gucken muss, dann pre-ordert man das, dann hat man es einfach und muss dann nicht mehr ans Geld denken. Dann hat man es schon erledigt, quasi. Könnte ich zulassen als Grund, aber ansonsten, Leute, oh Gott. Und dann spielt man das Spiel und dann ist es nach ein, zwei Jahren uninteressant. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. FIFA geht ja gerade mal ein Jahr. Oder Call of Duty und man pumpt da Summen rein. Und dann hast du nichts mehr davon. Besser finde ich dann eigentlich Fortnite, wo man diese Cosmetics eben kriegt. Die kannst du ja immer benutzen. Immer. Das ist doch ganz nett eigentlich. Ja, und dann kann man nämlich auch später mal angeben und sagen, guck mal, ich habe hier noch irgendwas, was es früher mal gab. Das kriegt man heute nicht mehr zum Anziehen. Solche Sachen. Finde ich cool. Ja. Aber ansonsten, Leute, natürlich AT-AT, damit kriegen sie mich immer. Ja. All-Terrain Armored Transport, also auch eine ganze Menge, und alles sind sie angekommen, sieht ja ganz cool aus. Er läuft hier drüber, da sind die Snowspeeder. Okay, aber was hat das damit zu tun? Ist das jetzt nur ein Artwork oder gibt es da noch andere Arenen dann? Können wir von anderen Arenen ausgehen? Was hat das Bild hier da zu sagen? Ich glaube, das ist, gehört gar nicht dazu, so wie sich das mir gerade hier, wie mir das scheint. Na ja, gut, okay. Also das wird Hunters sein, man wird halt in einer Arena gegeneinander kämpfen, in Teams, mit verschiedenen Skills. Ja, Leute, ja. Ja, mein Hype-Level ist niedrig, um es mal so zu sehen, niedrig. Schreibt mir, was ihr denkt. Vielleicht gefällt es euch. Vielleicht bin ich falsch. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für diese Scheiße. Ja. Ja. Das war halt damals, gab es halt noch Jedi und Sith und die waren mächtig. Jetzt darf jeder in der Arena kämpfen, weil es halt gut reinpasst. Wird alles weich gewaschen.
schön auf die Genderverteilung immer, immer gut geachtet. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Hier drunter wird wahrscheinlich dann auch eine Frau rauskommen oder so. Vermute ich mal, weiß nicht. Hier selbstverständlich kann auch eine Frau drunter liegen. Ist auch okay. Warum nicht? Warum nicht? Die wird sich vielleicht als, weiß man nicht, als drittes Geschlecht, oder was man da sagt, in Puppen. Ja, bei ihm, da spielt es dann keine Rolle. Er ist halt Schweinegesicht. Darf man das überhaupt dann noch machen? Na, jemanden so ist nicht diskriminierend, wenn man ihn so... Sorry, die haben echt so viel kaputt gemacht, finde ich. An alle. Ja. Leute, akzeptiert die Menschen einfach so, wie ihr seid. So, wie ihr akzeptiert werden möchtet, so wie ihr seid. Und dann ist doch alles gut, dann muss man doch nicht immer so auf den Putz hauen, Leute. Also, macht's gut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.